Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Saschas Wanderblog. Ja, es ist endlich wieder soweit, ein Lebenszeichen von mir nach langer Krankheit. Kann man so nicht wirklich sagen. Ich hatte halt eine Bronchitis. Nach der Bronchitis hatte ich dann fast übergangslos Corona. Und ja, heute ist der erste Tag in diesem Jahr, wo ich wirklich mal eine Wanderung mache. Und ich gehe heute mal den Wildschweinwanderweg bei Elgard. Der hat so ungefähr 10 Kilometer. 100 Höhenmeter ist also relativ easy. Den habe ich schon eine längere Zeit auf meiner Liste. Es ist schönes Wetter heute und eigentlich der ideale Zeitpunkt, ihn mal zu gehen, um so langsam mal wieder ins Wandern reinzukommen. So, jetzt wünsche ich uns allen viel Spaß. Kommt mit und seid dabei. Die Tour startet in Elgard. Das ist ein Stadtteil von Dierdorf. Und zwar gibt es da am Friedhof gibt's einen kleinen Wanderparkplatz und von dort aus geht's los und die Tour ist von dort aus auch ausgeschildert. Thank you.
Ja, das war es dann auch schon wieder für heute. Also ich muss sagen, mir hat es für heute echt gereicht. Es war schon teilweise echt grenzwertig. Ich muss mich erst wieder dran gewöhnen, habe keine Kraft, bekomme keine Luft. Ich muss erst wieder mich ein bisschen aufbauen, aber das habe ich schon mir so gedacht. Deswegen bin ich auch heute so eine einfache Tour gegangen. Und ja, also ich habe nicht viel von der Tour erwartet, ehrlich gesagt, aber ich bin positiv überrascht. Es ist wirklich sehr, sehr einfach zu gehen, wenn man mal so eine kleine, leichte, entspannende Tour haben möchte. Kann man die wirklich mal gehen, die ist relativ abwechslungsreich. Man geht durch urige Wälder, breite Wege, ist mal ein schmaler Pfad mit dabei. Dann geht man nachher da an dem Waldsee vorbei, ein Stück dann wieder durch den Ort und dann jetzt letztendlich wieder hier zurück zum Parkplatz. Und ja, wie gesagt, es sind ungefähr 10 Kilometer mit ungefähr 100 Höhenmetern. Wirklich eine schöne, leichte Tour. So wirkliche Highlights gibt's nicht. Wobei man durchaus zwischendurch mal einen schönen Ausblick hat. Oder halt unten am See, das ist sehr schön. Aber ja, ist jetzt, also man muss nicht unbedingt gegangen sein, aber wenn man hier in der Gegend wohnt, durchaus mal empfehlenswert. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch für heute. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bleibt alle gesund. Bis bald, frisch auf, euer Sascha. Ciao.